Heute nicht ganz so viel Zeit, deswegen ist es eigentlich auch in Ordnung, dass die Mittwochsvideos ab und zu mal qualitativ etwas lockerer sind. Also gibt es heute eine schnelle Liste, die von euch erstellt wurde. Vielen Dank an jeden, der an der Umfrage teilgenommen hat und ja, lasst uns mal anfangen. Euer Platz 6 war überhaupt nicht bei mir vorhanden, somit chartet der Sarutobi-Clan hier komplett neu rein. Über diesen Clan gibt es ja eigentlich auch gar nicht mal so viele Infos. Vor allem sind ja der Oberficker Hirusen, sein Sohn Azuma und sein Enkel Kono Amaru von diesem Clan bekannt. Alles sehr gute Ninja. Dazu wurde dieser Clan schon damals selbst von dem Senju und dem Uchiha-Clan geschätzt. Also absolut verdienter Platz Nummer 6. Bei mir war dieser Clan auf Platz 6 und bei euch hat er Platz 5 erreicht. Der Hiyuga-Clan gilt als die Elite von Konoha und hat einige ausgezeichnete Shinobi hervorgebracht und einen, ja, sehr unnötigen Tod. Letztes Mal haben sich welche beschwert, dass der Kasekage-Clan nicht wirklich in dieser Liste reingehört. Und wenn, dann auf jeden Fall nicht vor dem Uzumaki-Clan. Beim Produzieren des letzten Videos habe ich das auch immer wieder gedacht und ihr habt mich eigentlich auch davon überzeugt, dass der Kasekage-Clan zumindest nicht vor dem Uzumaki-Clan kommen darf. Hier auf Platz 4 haben wir also auf eurer Liste den Uzumaki-Clan, welcher ja schließlich auch aufgrund seiner Macht von mehreren Ländern angegriffen und vernichtet wurde. Also auch hier absolut verdient einen Platz weiter nach oben gekommen. Schon auf Platz 3 kommt der meiner Meinung nach stärkste Clan. Ich finde es etwas merkwürdig, dass der Otsutsuki-Clan nur auf Platz 3 erreicht hat, da alle Mitglieder samt quasi Götter waren. Aber hey, dies hier ist ja schließlich nicht meine Liste. Obwohl die Kräfte der Ninja-Welt quasi von ihnen stammen, habt ihr zwei Clans noch vor ihnen gewotet, was diesen Clan um zwei Plätze fallen ließ. Welche zwei Clans das wohl nur sein könnten? Auf Platz 2 gibt es den Senju-Clan, eigentlich genauso wie auf meiner Liste. Der eindeutig vielseitigste Clan, welcher mit Hashirama ein wirklich starkes Oberhaupt hatte. Den Krieg haben sie damals gegen die Uchiha gewonnen. Aber hier ist es etwas anders verlaufen. Platz 1 holt sich natürlich der Haruno-Clan. Haha, haha, haha. Ach ja. Hier habt ihr den Uchiha-Clan auf den ersten Platz geholt. Ich habe eigentlich genau damit gerechnet, weil extrem viele auch in die Kommentare geschrieben haben, dass der Uchiha-Clan ja schließlich der stärkste Clan sein sollte. Ich selber kann das nicht ganz nachvollziehen, aber wie gesagt, deswegen mache ich ja eine Liste von mir und eine Community-Liste. Die Uchiha konnten den Senju und den Otsutsuki-Clan aufholen und sich bei eurer Liste den ersten Platz holen. Ja, dann kann ich eigentlich nur noch eins sagen. Freut euch auf das nächste Samstag-Video. So Freunde, das war jetzt der relativ kurze Ablauf, um eure Liste von den stärksten Clans in Naruto zu präsentieren. Ich hoffe, ihr seid mit dem Ergebnis zufrieden und ich versuche, solche Community-Listen ein bisschen mehr zu erstellen, beziehungsweise euch mehr mit einzubinden. Ich gebe mein Bestes, keine Ahnung, ob mir das so wirklich gelingen wird, aber das war es jetzt allerdings aber auch schon wieder von mir. Merch-Link, Twitter, Instagram und Discord findet ihr alles unten in der Beschreibung. Wir sehen uns mal wieder beim nächsten Mal und macht's gut, meine Freunde.